okay geht. Ich habe ihn probiert. Der Leberkäse war gut durch. Was dann trotzdem dazu beigetragen hat, dass es okay geschmeckt hat. Der Kartoffelsalat war in einer komischen Konsistenz vorhanden, weswegen er nicht so wirklich vorhanden war, meiner Meinung nach. Und ich würde sagen, ja, es geht eigentlich. Also ich hätte ihn mir echt schlimmer vorgestellt. Ich bin mit der Erwartung angegangen, Alter, du machst ein Bissen und dann ist gut. Dann legst du den Burger hin, was du noch nie gemacht hast. Weil Burger sind ja auch teuer. Ich meine, so ein Menü kostet immerhin fast 7 Euro. Und das ist, möchte ich mal sagen, schon viel für eine Mahlzeit. Wenn man überlegen kann, dass man mit 7 Euro vielleicht schon über den ganzen Tag kommen könnte, quasi. Und ja, jetzt kommt der Tanyas Grilled Chicken und dann noch der Big Flavor. Obwohl ich noch sagen muss, dass der Just Stevenium auch besser war, als ich ihn erwartet hatte, weil ich meine, ich mag den McChicken, das war auch einer meiner Favoritenburger bis jetzt. Also ich mag dieses Chickenfleisch, weil es auch gut gewürzt ist. Und beim Just Stevenium war das ja mit drauf. Aber da war noch Rucola-Salat und vor dem, ich weiß nicht. Und er war auch relativ dominant, weil ich sehr viel Rucola-Salat hatte. Und ich muss mir sagen, der Rucola-Salat war das Negativste an dem ganzen Burger. Also alles andere war super. Nur der Rucola-Salat, hätten sie vielleicht mit normalen Salat, hätte ich mich mehr gefreut als mit Rucola. Aber es war nicht schlecht. Auf Platz 2 im Moment, also noch vor dem McBrezel. Also ich glaube, den McBrezel kann keiner mehr unterbieten. Obwohl Tanyas Grilled Chicken Mais hat und ich bin überhaupt kein Mais-Fan und der Big Flavor sieht auch nicht wirklich appetitlich aus. Aber ich würde sagen, genug über Fast Food irgendwie philosophiert. Wir spielen hier schließlich 4 und hier könnte man bestimmt... Okay. Wir spielen jetzt ein bisschen Mythbusters. Mythos, ein schwarzes Loch heißt, dass man reinfallen kann und dann stirbt. Mythos bestätigt. Ich würde sagen, wir haben jetzt wieder viel gelernt. Haltet euch von... Es muss nicht unbedingt viereckig sein, auch nicht unbedingt quadratisch, obwohl das auch schon mehr rechteckig ist. Haltet euch einfach von schwarzen Löchern fern. Allgemein von Löchern, wo ihr nicht den Boden sehen könnt und wo viel dunkel ist. Ihr solltet allgemein nicht rumlaufen, wenn viel dunkel ist. Vor allen Dingen als weibliche Person ist es alleine rumzulaufen, wenn viel dunkel ist, nicht sehr vorteilhaft. Oh, lol. Die Typen wieder. Ich hasse sie schon jetzt. Ich hatte gehofft, dass die Typen nicht wiederkommen. Denn ich hasse sie wirklich. Das sind die schlimmsten Gegner in 4. Man weiß teilweise nicht, wo sie sich aufhalten. Außer, wenn sie sich bewegen. Und diese Unsichtbarkeitskomponente ist einfach total asozial. Und da die Musik noch spielt, schätze ich, dass vielleicht noch jemand auf mich warten wird. Jetzt hätte ich natürlich gerne die Shotgun. Weil der Raketenwerfer ziemlich unvorteilhaft ist. Diese Nailgun auch nur wirkt, wenn ich Slow Motion einschalte, weil sonst kann ich sie einfach mit Melee besiegen. Und die Alienwaffe... Ach, Alienwaffe sag ich jetzt schon. Die Partikelwaffe... Könnte funktionieren. Aber wie gesagt, ich bin... absolut kein Fan von diesen Gegnern. Pets! Okay. Und er hat einfach mal krasse Reichweite. Denn ich wollte ihn punchen und es hat nicht geklappt. Und ich bin auch der Meinung, dass er das erste Mal getroffen hätte. Aber anscheinend war dem nicht so, weil sonst wäre er schon längst tot gewesen, außer sie halten 2 Schüsse von dem Ding aus. Wovon ich mir relativ sicher bin, dass sie es nicht schaffen. Aber nun ja, meine Hassgegner sind wieder aufgetaucht. Was mich ein klein bisschen demotiviert. Weil ich es nicht mag, wenn Gegner auftauchen, die ich nicht mag.
quasi, Typen wie dich können wir hier nicht leiden. Typen, die nichts leiden können, können wir hier nicht leiden. Weil diese Referenz irgendwie, obwohl es ja schon eigentlich eine relativ einfache Referenz ist, da ich sie auf Deutsch getätigt habe, da mir im Originalversion auch der Originalwortlaut gerade nicht einfällt, solltet ihr die Referenz hoffentlich geschnallt haben, denn sonst wäre ich ziemlich traurig. Aber ich werde nicht verraten, aus welcher Serie, und damit habe ich vielleicht schon zu viel verraten, diese Referenz stammt. Ja. Ihr sollt auch mal ein bisschen mitdenken bei meinen Let's Plays. Auch wenn es nur so aussieht, als müsstet ihr nur gucken. Nein. Da habt ihr euch aber mal kräftig getäuscht. Denn ihr müsst auch mitdenken. Und da ich jetzt weiß, dass meine Ekelgegner wieder da sind, speichere ich einfach mal. So, wie sieht's aus, Leute? Wieso ist nie was in diesen scheiß Dingern? Immer gibt's irgendwelche Treppen, wo dann irgendwelche Hohlräume sind, wo man super irgendwelche Sachen verstecken könnte. Oder nicht mal verstecken, wo man einfach was zur Belohnung hinlegen könnte, dass man danach geguckt hat. Aber nein! In 4 ist ja nicht so. So. Wer kämpft jetzt hier gegen wen? Okay. Ich kämpfe auf jeden Fall gegen ihn. Obwohl es vielleicht gar nicht notwendig wäre, den Kampf einzugreifen, das bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich werde es einfach mal tun, denn weg ist weg. Tod ist tot und kann mir auch nicht mehr schaden dann im Nachhinein. Es ist Security, schade. Ich hätte auch mal auf ein bisschen Backup gehofft, aber... Nein, warum auch? Denn die Security ist ja zum Glück auch gegen mich. Okay, das war's mit ihm. Und da er auch jeden Security-Typen erledigt hat, ein gerechtes Ende, würde ich mal sagen. Und ich habe noch 6 Raketen. Das ging ja fix. Ich habe nicht mal darauf geachtet, wie viel ich am Anfang hatte, aber 6 ist ja jetzt nicht mehr so viel. Mal schön die Tür zumachen. Wir leben hier ja schließlich nicht auf dem Bahnhof oder am Säcke vor den Türen. Ne? Aber man sollte immer darauf achten, dass man die Tür nicht zu stark zuzieht. Es gibt Leute, die dazu neigen, die Tür chronisch zu knallen. Das heißt, dass man bei jedem Türschließen immer Bombs hat. Und das muss ja nicht sein. Nicht, dass ich hier jetzt eine gewisse Person ansprechen würde, die diese Videos höchstwahrscheinlich eh nicht guckt. Da sie mich ja sowieso quasi, na sagen wir, 14 Stunden am Tag ertragen könnte. Da ich immer versuche, 8 bis 10 Stunden zu schlafen, aber es klappt leider nicht immer. Ach ja. Obwohl ich der Meinung bin, jeder Mensch sollte mindestens 8 Stunden schlafen. 8 Stunden sind für mich schon so ein kleines Minimum. Ich habe in der letzten Nacht nur, na sagen wir mal netto 4 bis 5 Stunden geschlafen und das ist für mich zu wenig. Signifikant zu wenig. Vor allem, wenn man am nächsten Tag früh aufstehen muss und Uni hat. Also wo man auch aufpassen muss. Ja, nur habe ich das übersehen. Und es gibt zwar Leute, die mit weniger Schlaf auskommen, aber ich werde jetzt erstmal speichern. Und das ist auch gut so. Aber ich denke mal, so 8 Stunden sollte man schon schlafen. Und wenn man Ferien, Urlaub, freie Zeit hat, wo man es sich erlauben kann, später aufzustehen, kann man auch gerne 10 Stunden schlafen oder mehr. Okay, ich bin jetzt wieder ein bisschen überfordert, was die Orientierung angeht. Warum eigentlich? Weil mir hier kein... Oh lol,
direkt der Weg aufgezeigt wird. Hier wurde vorhin sehr hart gekämpft. Ich finde es schade, dass diese Leute, die gegen mich sind, als Security und mehr aushalten als die Leute in der dicken Rüstung, gestorben sind. Denn ich habe immer noch die Hoffnung, dass ein Fünkchen Gutes in ihnen ist und sie mir irgendwie vielleicht mal Support liefern könnten. Obwohl es ja schon indirekter Support war, dass sie auf den geschossen haben und nicht auf mich. Aber es könnte ruhig mehr sein. So ist die Frage. Die Tür sieht so aus, als könnte man da nicht durch. Lesen wir, was da steht. No admittance. Authorized personnel only. Das schließt uns ja schon mal von vorne herein. What? Man schießt immer so drei auf die Hand. Okay, jetzt kommt er ziemlich nah. Ich weiß noch nicht, was vielleicht stärker ist. Ob ich den gerade überhaupt getroffen habe. Ob die Alienwaffe stärker ist als der Raketenwerfer. Ich schätze einfach mal. Obwohl man, wenn man beim Raketenwerfer zählt, dass drei Schuss so diese drei Raketen eine Salve sind, sagen wir mal. Und bei dem Gerät ist eine Salve ein Schuss. Dann sind die vielleicht schon relativ ähnlich, aber wenn man jeden Schuss einzeln zählt, würde ich mich auf jeden Fall mehr auf die Partikelwaffe verlassen. Warning! These premises are monitored. Trespassers will be prosecuted. Ah, eine Sicherheitskamera. Die einen Bolzenschuss aushält. Aber da wir nicht bei Splinter Cell sind, ist diese Sicherheitskamera von nichts hier aus dem Wert. Wir stecken hier Prügel ein. Schade. Ich hätte menschliche Stimmen vernommen und hätte gehofft, dass ich jetzt ein bisschen Feuerschutz bekomme. Aber es war quasi genau anders. Okay, der ging schnell down. So, wo ist denn der letzte? Ach, komm schon. Da sind zwei. Und einer lebt sogar noch. Ein Mann ist gefallen. Einer? Versucht von der Seite. Diese Typen sorgen immer wieder für Action. Vor allen Dingen, wenn es so viele sind. Und ich aus dem Nahkampf versuche, sie zu töten. Quasi Nahkampf würde ich das jetzt einfach mal nennen. Und in diesem Moment wünsche ich mir mehr als drei Waffenslots. Mindestens vier. Obwohl fünf schon ideal wären. Weil dann könnte man die drei Waffen, die ich jetzt mit hab, wovon eine leer ist. Ja, na nu, da können wir ja die Shotgun wieder mitnehmen. Habt ihr nochmal Glück gehabt? Bei fünf Waffen wäre eine Zahl, wo ich sagen würde, okay. Mehr braucht man wirklich nicht. Ich würde sehr weiterhelfen. Ich bin jetzt mir nicht im Klaren darüber, ob ein niedrigerer Schwierigkeitsgrad heißt, dass man mehr Waffen benutzen kann. Aber ich glaube nicht. You can open up to me. Wow. Was für ein toller Kalender. Da hole ich mir lieber den Pirelli-Kalender.